Spannend, Leute! Geht's weiter mit Soulblazer. Hallo! Hallo! Willkommen zu einem neuen Part von Soulblazer. Genau. Wisst ihr, warum es spannend wird? Ja! Wir kommen in ein neues Gebiet. Wir haben das Labor letztens abgeschlossen. Wusch! Geht's rauf Richtung Schloss, wo angeblich Dr. Leo gefangen gehalten wird. Den wollen wir befreien. Wahrscheinlich ist das vorletzte Gebiet. Wir lassen uns überraschen, wie es losgeht. No. So, ich schätze mal diesmal, weil es eine böse Gegend ist, wir starten im Dungeon. Und? Wer hat recht? Na verdammt! Doch nicht, okay. Gut, kein Dungeon. Schauen wir sich kurz um. Wir haben... Aha, da kann ich sogar drüber gehen, gut. Wir haben eine... Aha, da ist der Dungeon mal. Nehme ich stark an und wir werden wahrscheinlich hier oben noch nichts haben. Ich denke mal, hier kommt dann... Da kommen Häuser hin, Leute, Hunde, Kaulquappen, Geheimnisse, Stinktiere, Chokos und so weiter, ne? Tretminen. Ja, die auf alle Fälle, wenn es Hunde gibt, ne? So, 115.000 kriegen wir das nächste Level ab. Nicht vergessen, Leute. Ach, falsche Taste. Wir brauchen, ja, Level 22, um das Heilige Schwert auszurüsten, was... Dazwischen fehlt noch eins. Da sollte wahrscheinlich eins mit Level 20 kommen. Könnte hinhauen. Oh! Das ist der Teleporter, den ich eh von Anfang schon habe. Gut. Dankeschön, das war jetzt unnötig. Da hinten ist wahrscheinlich Dungeon Nummer 2. Da brauchen wir eine Brücke. Na gut, dann gehen wir gleich zu dem Monsterchen. Ich bin bereit. Los geht's! Oh Gott, Dungeon geil. Wir haben hier 6 Monsterhöhlen. Ne? Das ist ja... Oh Gott, wir haben Schlangen hier. Oh! Oh, ja! Okay, Skelett ist nur einer. Oh, Kiste! Oh! Schlange! Okay, der schießt auf mich. Okay, kein Problem. Alles noch easy. An dich komme ich nicht dran. Gut. Na, dann hole mal doch mal die verdiente Belohnung da oben. Oder da unten. So, was ist drin, Mistraten? Ich sag mal Heilkräuter. Schildarmband habe ich eh ausgerüstet, sehr gut. Irgendwie hackt mein Controller heute. Was soll der Kack? Nein. So. Juwelen. Na, Juwelen. Wurscht. Können wir Angriffe vollführen? Alles gut. So. Irgendwie erinnert mich der Dungeon nämlich an Zelda. Ja, kann auch eine Anspielung sein, warum nicht? Vielleicht vom Aufbau oder von den Gegnern her irgendwie. Ah, du lebst auch noch. So, war's das, danke. Hui, wir schalten was frei! Shadow befreit deinen Soldat. Oh, hallo. In der Folterkammer im Keller gibt es viele Geister. Suche zuerst die Seelenklinge. Da hätten wir unser Level 20 Schwert, ne? Dankeschön. Wollte ich ja nicht gespoilert haben, aber danke trotzdem. Seelenklinge. Die Seelenklinge, die hilft vielleicht gegen diese Kugeldinger. Weil die sind ja nicht... Ja, die sind ja nicht von materialen Wert. Also, physischen Wert, meine ich. Das heißt, das könnte sehr wohl helfen. Oh Gott. Ja, weil die kann ich so nicht erledigen. Und was haben wir hier? Haben wir da schon die Klinge vielleicht? Okay, das war ein bisschen zu einfach. Oh, Level 19, Gott sei Dank. Schlägt die Geistermonster. Na gut. Nehmen wir auch da. 700 Erfahrungspunkte kriege ich. Das schaut aus wie... Wie heißen die Geister von... Von dem einen Typen bei Dragon Ball? Das sind die von Gotenks. Ja, genau die. Die was explosiv. Die was. Gottes Willen. Wie heißt die nochmal? Wollen wir überleben? Die Schlange gibt 800 Erfahrungspunkte. Was sind das für ein. 160.000 brauchen wir. Okay, die haben wir ja eh bald. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ja. Sicher. Okay.
Alter, das ist ein Level. Oh, hallo Schlange. Ich weiß nur, dass das eine Albernheit war von denen. Ja, aber trotzdem lustig. Trotzdem lustig. So, da muss ich her. Hey, nicht hinter mir auftauchen, ja? So. Noch ein Soldat. Ha, der ist nicht redselig, gut. No. Dann nicht. Kein Problem. So. Nicht schreiben im Hintergrund. Würde ich niemals tun. Habe ich aber gehört. Das hast du dir nur eingebildet. Außer es ist mein eigener Auftrag an dich, den ich dir gestellt habe vor der Aufnahme. So. Weiter geht's. 10 Monsterhöhlen. Na gut. Oh. Alter. Schaut dir die Kugel an. Die Elektrokugel. Oh Gott. Die fährt aus allen Rohren. Ja, schon. Und 900 Erfahrungspunkte. Ja. Ordentlich. 750 geben allein die Skelette, ja. Da bin ja bald wieder Level Up, sowieso schon. Ah ja, die super Ghost Kamikaze Attacke. Ah, danke. Ein Soldat. Was? Was? Einen Soldat ist noch gefangen? Was? Was sind das für ein Deutsch? Hä? Das habe ich freigeschalten. Ein Soldat ist noch gefangen? Mein Gottes Willen. Ja. Erinnere mich, dass wir dann diese Geisterkugeln probieren. Mit diesem Schwert hier. Weil ich glaube, wir könnten das... Ah, nee. Ein Soldat ist noch gefangen. Also, du hast einen Soldat befreit, der aber noch in dieser Seele gefangen ist. Vielleicht war es so gemeint. Ja, schon. Aber das ist ja kein... Kein Name für einen, den ich gerade freilasse. Das war irgendwie komisch, fand ich halt. Aber ja. Shadow befreit einen Soldat. Das lasse ich mal einreden, ja? Sag mal, gibt's da keine Shops oder was? Hallo? Warum kriege ich nur Leute? Die muss ich ja alle durchfüttern. Na, wo ist der Geist? Da ist er. Super Ghost Kamikaze! Autsch. Einen Sänger! Der bringt ja sein Haus mit. Eine traurige Stimme kommt aus dem Theater. Oh, was soll ich bloß tun? Ich kann meine Harfe spielen. Ohne Seiten. Ich kann keine Harfe spielen ohne Seiten. Dann nimm die Haare eines Pferdes. Dann ist das Problem erledigt. Ja genau, Doppelkugel-Action. Mhm. Ja, lauf da rein. Sicher, ich stehe drauf. Wo ist der schon immer? Steht auf SM. So in etwa. Ist der Geist? Na, nicht verschwinden. So unfair. Jetzt, hallo? Bist du langsam? So. In den Seitengassen. Oh. So. Dann nehmen wir lieber ein paar bisschen Damage in Kauf. Und wollte sagen, krieg den Geist, denkst du? So. Bei 160.000 haben wir wieder ein Level Up, nur zur Info. So. Sehr schnell diesmal. Ja, es geht immer schneller. So, Shadow befreit einen Soldat schon wieder. Sie bewachen den Fluss. Vielen, vielen Dank. Es gibt viele Dornen im Keller. Wenn du den Soldaten auf dem Platz meiner Gefangenschaft befreist, wirst du die Elementarrüstung erhalten. Bitte, warum spoilert ihr mich andauernd? Ich hasse dich. Oh. Die Schlangen sind wieder da. Das muss ich doch ausnutzen gleich. Wenn ich die Schlangen sind halt...
Gegner, die immer wieder auftauchen. Ja, das weiß ich, deswegen. Ich nutze sie auch, weil dann kriege ich Erfahrungspunkte. So. Ha! Wow, Geister-Action auch noch. Gut. Ich bin begeistert. Ja, glaub was. So. Und wieder zwei Sachen. Shadow befreit einen Soldat. Nee, schläft er oder ist er schon tot? Keine Ahnung, aber sieht tot aus. Vielleicht kriege ich seine Rüstung, weil er sie nicht mehr braucht. So, Soldat. Also ich glaube, die Chance, dass ich mit Soldat falsch liege, ist 99, ist 1%, Entschuldige. 1%. Ich glaube, da gibt es mehr Soldaten als Lebewesen in dieser Gegend. So. Also sind Soldaten kein Lebewesen. Ja, aber... du weißt, ich habe mehr Abwechslung. Oh! Was war das für... Ich will nicht sagen, aber mir fehlt eine Monsterhöhle. Die Kiste war... Die, hä? War die unsichtbar, die Kiste, oder habe ich die nicht gesehen durch die Anzeige? Die war unsichtbar, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die war unsichtbar, glaube ich. Und da habe ich mir jetzt auch mehr erwartet, als 100 Juwelen, ja. So. Eine Monsterhöhle. Irgendwo gammelt noch ein Monster. Ja, das nehmen wir auch mit. Upp. Bald sind wir wieder Level up. La, 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 la. Hier kann man sehr gut leveln. Gib mir Monsterhöhle. Wo ist sie? Gib mir Monster, gib mir Monster, gib mir Monster. Entweder gibt es hier eine... Gibt es hier eine versteckte Höhle? Glaube ich nicht. Ja, aber... Ich komme vielleicht später dahin. Oder muss ich da in die Gänge irgendwie rein? Das kann auch sein. Hä? Ich denke mal, kommst du ja durch einen anderen Weg dahin. Keine Ahnung. Das ist komisch. Da ist so viel schwarz. Eine Monsterhöhle. Oh Gott. Ich habe mich jetzt gerade so gefreut, dass wir das auf Anhieb schaffen werden. So wie es auch... Ah! Ah! Wow. Da muss man drauf kommen. Da haben wir kein Schwein drauf. Aber ich habe eher das Problem... Hä? Warum sehe ich nichts eigentlich? Ich habe doch das mit den Unsichtbar. Seele der Entdeckung. So. Okay. Okay. Die Zantetsu-Linge befindet sich in Leos Labor. Hallo, die habe ich schon. Und die Seelenlinge in diesem Schloss. Hallo, die habe ich schon. Versuche dich zu erinnern, wo du die unbesiegbaren Monster waren. Hallo, das versuche ich schon die ganze Zeit. Nein. Also ich bleibe, ja. Weil... Okay, das war jetzt quasi der spielinterne Hinweis, dass ich mit der Zantetsu... mit dem Zantetsu schwer diese Rüstungsgegner besiegen kann und mit der Seelenklinge diese Geistergegner, also diese Kugeln. Erinnere dich, Choco. Wo waren die Gegner? Hm, keine Ahnung. Ja. Nein. Wurscht. Wir werden das dann wahrscheinlich im nächsten Part dann angehen mit den Kugeln. No. Ja, so schnell ist der Geist auch nicht da, oder? Wo ist der Geist? Da ist er. Komm, wir sind bald wieder Level Up. Gib deinen Meister Level Up. Komm, komm, komm. Bubi, 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 bubi. Bubi, bubi, bubi. Nice. Ja, nice. Komm. Hau raus, ja. Dann kriegt das genau noch in den Hintern. Schön. Ja, du musst das. So. Eine. Oh, jetzt ist es interessant. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Eine Jungfrau. Und ich will nicht, dass sie Maria heißt. Bitte nicht. Er hört die Jungfrau schreien. Okay. Passt. Choco freut sich. Bringt die zum Schreien. So, warum ist da die... Warte, da ist auch was. Da ist was. Oh, Emblem B!
Alter, einfach so. Ja, ich habe das bemerkt, weil er so abgerutscht ist von der Ecke. Alter, ein Impli B, einfach so. Jetzt haben wir A, B, C, D, E. Cool. Wir haben dabei alle. Also, alle ist gut gesagt. Ich glaube, wir müssen den Gang, also das Schloss, noch einmal durchgehen. Wenn wir vielleicht mehr sehen. Es kann sein, dass da noch einiges zu entdecken gibt. Okay, das ist sicher nicht die einzige hier. Ja. Yeah. Das habe ich befürchtet. Autsch. Autsch, autsch. Ja, das sind die Dornen für die Elementarrüstung anscheinend. Dornen. Sind bei mir Stacheln, aber ja. Lassen wir mal im Raum stehen, ne? Oh, Teleporter-Action. Na gut, dann... Erster Ausgang. Ja, dann schauen wir doch einmal in die alte Gegend nochmal rein. Und vorher schauen wir sich aber hier um. Vielleicht kriege ich ja doch was. Um unsichtbare Dinge zu sehen. So, was ist mit dir? Wow. Wow. Gut, das hast du mir schon gesagt seit deiner Rettung. Auch interessant. Da drüben, da liegt der Tote oder schläfst du? Okay, hat sie erledigt. Er schläft. Ja. Mein Onkel ist der berühmte Architekt Frank. Ich kenne mich ein wenig mit Architektur aus. Ich werde dir später etwas geben. Du musst den Stab benutzen bei dem Schlafenden. Weiß ich, danke schön. Aber danke fürs Erinnern. Ich schaue mich vorhin um. So, den darfst du machen. Einer der Soldaten hat den König betrogen. Er versucht, mir Dr. Leo zu entkommen. Den mache ich. Ich möchte spielen, aber eine Seite ist kaputt. Dann kauf dir eine neue. Bücher findest du wie Sand am Meer. Ja, er meint die andere Seite. Mit AI. So, oh, die heilige Jungfrau. Dies ist der Schlafsaal der Soldaten. Ich kümmere mich um sie. Ich kümmere mich um sie. Natürlich. Ja, ist klar. Die Jungfrau ist die Dorfmatratze. Die Dorfmatratze. Alter Falter. Oh. Oh, bitte. Dieses König Merkels Schloss. Der König ist der großartigste Mann in der Welt. Ich muss das sagen, sonst werde ich bestraft. Ich muss das auch sagen, sonst werde ich gelünscht. Alter, die Dorfmatratze. Na, der schießt jetzt alles ab. Der schießt jetzt alles ab. So. Und was ist, wenn ich die Matratze mal wechseln will? Vielleicht gibt es ja mehrere Dorfmatratzen hier. Stimmt, das war ja mal der Einstand, die Einstandsmatratze, die ist so von 0 bis 3, ne? Und dann geht's vorbei mit der Übeltäterei, ne? Dann kommt schon die 4-4. Ach du. Nein, du bist der Architektenboy. Gut, dann bleibt dir noch der Stabjunge hier. Emblem, warum habe ich Emblem jetzt ausgerüstet? Geil. So. Na, was gibt's denn Schönes? Schlaf an der Unhold. Ich wurde von einem Monster namens Forschung heimgesucht. Was? Ich habe meiner Frau und meiner Tochter nicht genügend Beachtung geschenkt. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Ich wurde als Genie und Wissenschaftler gefeiert. Und sogar der König gab mir Aufträge. Das ist übrigens Dr. Leo. Was machst du? Nichts. Was bewegt sich da im Hintergrund? Wo war der Stuhl nur? Achso. Ich habe immer wieder neue Sachen, wie den Fahrstuhl der Wassermühle oder dieses Luftschiff erfunden. Letztendlich erfand ich eine Maschine, um Deftol zu rufen, nur um etwas zu merken. Werkzeuge sind dazu da, den Menschen das Leben einfacher zu machen. Aber wenn die Werkzeuge anfangen, die Menschen zu benutzen, wird ihre Kultur verschwinden und sie werden unglücklich. Wenn ich zur Welt des Bösen gelange, wird Deftol gerufen. Ich kann nicht glauben, dass diese wunderschöne Welt zerstört wird. Bitte lass mich irgendwo raus. Dr. Leo, Sie haben vielleicht recht. Aber ich muss Sie zu Magrets Schloss bringen, damit Sie nicht entkommen. Ich muss mir Gedanken um das jetzt machen, nicht um morgen. Ich muss meine Arbeit erledigen, oder ich werde bestraft.
Versuchen Sie bitte, mich zu verstehen. Ja. Sag mal ein bisschen was von Dr. Leo wieder. Oh, er wacht auf. Hallo. Oh, ich habe geschlafen. Ich habe in der letzten Zeit denselben Traum wie Dr. Leo. Wenn ich Dr. Leo freigelassen hätte, wäre die Welt jetzt nicht so. Ich weiß nicht mehr, wem ich gehorchen soll. Also da kann ich dir helfen. Mir. Im Keller von Maggots Schloss gibt es viele Dornen. Du musst diese Rüstung tragen. Shadow hielt die Elementarrüstung. Oh, cool. Boah. Noch eins besser. Beschützt dich vor den Gefahrenzonen. Okay. Cool. Jetzt haben wir eine Rüstung fehlt noch, zwei Zauber und ein Schwert. Dann hätten wir von dem Punkt alles. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Noch ein Gegner und du hast übrigens den Level up. Oder zwei. Ja, ich muss eh. Ich teste jetzt einmal diese Kugeldinger. Jetzt war die Frage, ist die Frage, wo sind die noch einmal gewesen? Wir speichern mal ab. Ah, oh, ich weiß schon. In dieser Tempelanlage, glaube ich. So. Wir bewegen uns mal förmlich dahin. Wusch, 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 wusch. Na, da nicht in der Stadt, da war es dann. Im Wald. Gehen wir mal zu 3. Perfekt. So. Da haben wir nicht noch eine Monsterhöhle übrig. Da, diese Dinger probiere ich jetzt einmal. Ja! Nice! Weil sie im Geister sind. Und 1100. Alter Falter. Okay. Jetzt muss ich nur die alle. Ich glaube, das Geisterportal war da oben links. Gut zu wissen. Jetzt brauche ich nur alle Geister. Gut, dann können wir das jetzt auch erledigen, endlich. Jo. Warte, da geht's ins nächste Gebiet. Da haben wir alles. Da war der dreigeteilte Boss, ne? Der war heftig. Der war der heftigste Boss von allen bisher. Achso, die sind jetzt wieder da. Ups. Okay. Na, kriege ich mehr. Ich brauche jetzt 220.000. Steppert, ich hasse das mit den Lichtkegeln. Ja, gut, dass ich ihn habe. Ja, das schon, aber es nervt irgendwie. So. Da mein Teleporter auch. Weiter. Komm her, Geister. Rilo. So. Noch nicht fertig, da fehlt noch was. Da ist noch einer. War immer noch nicht alles, glaube ich. Okay, da geht's wieder rauf. Jetzt haben wir's. Okay. Jetzt muss ich halt wieder. Ich sagte, ich bin gespannt, was da für ein schönes gibt dafür. Naja, ich lasse es mal kurz. Ich werde mal raufschauen, ob da auch noch was war jetzt. Ja. Da haben wir auch noch welche. Okay, dann muss ich mich hier zurückarbeiten. Na, passt schon. Dann muss ich eine kleine Ehrenrunde gehen. So. Es kann sein, dass wir das nächste Emblem kriegen wieder. Wenn wir das alles machen. Oder ein Zauber wieder. Zauber! War der nicht oben links? Ja, irgendwo? Aber ich muss ja rundherum gehen. Es führt ja kein Weg dran vorbei. Das ist ja das Problem hier. Hier ist ja noch alles dunkel. Weiter oben ist dann eh ein bisschen gnädiger und angenehmer. So, was kriegen wir denn Schönes? So, im Wäldchen tut sich was auf? Da links davon. Einen Vogel. Okay. Merken uns links vom Tisch den Vogel. Bitteschön, danke. Links Tisch Vogel. Ja, und so wie ich das Spiel kenne, gibt es noch zwei Ebenen voller Kugelwillis. Schreibst du dir das jetzt auf, oder was? Ja. Sehr gut. Das finde ich ja fein, mein kleiner Schriftmeister. Das ist ja toll. Warum machst du das nicht eher schon so? Weiß ich nicht, ich wollte deine grauen Zellen testen, ne? Ja.
Natürlich, du meintest ja nur gut ganze Zeit, gell? Ja, ich wollte nur deine Intelligenz, deine Merkfähigkeit testen. Richtig, danke, danke. Die ist meistens sowieso kacke. Ja. Oh, herrlich. So, da geht's rein. Ja, genauso. Ja. Aber mich meckerst du auch, wenn ich was vergesse. Psst. Wer sagt, dass ich dich anmeckere? Hallo? Das ist deine Lebensaufgabe scheinbar. Ich hab dir schon einmal gesagt, es gibt Leute, die brauchen das und du brauchst das. Nein. So. Okay. Hier sieht man wenigstens was, Leute. Hier sieht man wenigstens... komm her, Kugelbille. So, das waren noch nicht alle. Da ist noch einer. Ding. Ah, und da haben wir die Monsterzone. Sehr gut. Waren das alle? Ja. Nice. Oh, willst du raten? Willst du raten? Ich sag mal ein Zauber. Also für den Aufwand mindestens ein Zauber. Und? Oh. Oh. 20 Säulen aus Feuer erheben sich um dich. Okay. Ja, wenn ich weiß, wo der Gegner reinrennt, kann ich das... Kann ich das planen? Okay. Aber ich muss trotzdem sagen, der Lichtpfeil gefällt mir immer noch am besten gerade. Tut mir leid, dass ich das sage, aber ist so. So, jetzt will ich wissen, wo geht's rauf zur nächsten Ebene? Hier. Eine sollte man noch haben. Achso, das war ja das mit dem Floß, genau. Da war ja was. Na, warte mal, warte mal. Ich vertraue dem eh nicht. Da hinten waren wir ja schon bei dem, gell? Ja. Bei dem Juwel, glaube ich, oder? Ja klar, da wäre ja so eine Fee drauf. Die Fee ist immer drauf. So. Ich möchte gerne in die erste Tempelanlage rein, bitte. Danke. So. Runter. Nein. Aber ich rede trotzdem mal. Nein, haben wir noch gar nicht. Erfahrungspunkte. Na, nice. Nehmen wir auch. Wir bleiben kurz. Ich will noch in die erste Tempelanlage rein. So, runter. Hallo, runter. Geht das nicht? Scheinbar nicht. Okay. Ist da eine versteckte Kiste? Nein. Ja, im Notfall muss ich... So, noch einmal. Da. Brauche eigentlich das Floß da in der Mitte irgendwie. Und dann noch geht, keine Ahnung. Ich fürchte immer, dass es gar nicht gehen wird. Boah, jetzt kann ich den Weg doch wieder zurückrennen. Bin beeindruckt. Okay, habt mich gern. Hab mich gern, Leute. Machen doch gerade. Achso, Blödsinn. Ich brauche den Weg nicht zurückrennen. Ich bin ein Doofkopf. So. Wir machen einfach das so und gehen zurück. So. No. Zurück. So, wo ist unser Vögelchen? Ganz links. Ich hoffe, du hast was Feines für uns. Komm her, Vögel. Wow. Bei scheuen Vögeln solltest du dich leise von hinten nähern. Ah, okay. Danke für den Tipp. Wieder mehr ärgern, oder was? Ist der jetzt weggeflattert, oder? Das ist der Vogel, okay. Ah, das wäre jetzt die richtige Stelle quasi gewesen. Ich glaube, so, da wische ich ihn gar nicht. Ah, warte. Dann gehen wir von oben mal. Hä? Okay. Ja. Gibt es da nicht keine Gentaste? Nein, gell? Darfst lesen. Ah!
du hast mich erschreckt. Schleiche dich doch nicht so an. Nun, ich nehme an, es ist okay. Ich habe etwas Spezielles für dich. Oh, da ist der Spiegel. Nice. Da fehlt nur noch eins. Wir haben den heißen Stock. Wir haben den heißen Spiegel. Dann noch die heiße Jungfrau. Na, die haben wir auch schon entdeckt. Ne? So, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Wir haben eigentlich viel entdeckt. Ja. Wo ging es denn da eigentlich noch mit zum Dungeon? Weiß man das? Da rein, gell? Ja. Da haben wir geh deinen Weg. Okay. Na, ich glaube, da haben wir eh alles. Diese Kugeln waren, glaube ich, das Letzte, was wir noch holen können. Und jetzt fehlt halt dann nur noch... Ja, den Spaziergang mit Eichhörnchen verstehe ich bis heute noch nicht. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Das ist mal zu fremd gerade. So, wo komme ich da hin? Ah, warte, das ist noch nice. Warte kurz. Da kann ich noch kurz reinschauen. Nein, da haben wir alles, gell? Was war hier? Da haben wir auch alles, ja. Okay. Na, ich glaube, hier sollte man dann schon alles haben. Ab dem Zeitpunkt. Na gut, Leute, dann bis zum nächsten Part. Adieu. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.